Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, und herzlich willkommen am Mittwoch, den 11. September. Am Anfang muss eine Bitte um Entschuldigung stehen, eine Korrektur und ein Dank an die aufmerksame Zuschauerin, die mich dahin gebracht hat. Also vor 3 Tagen, am Sonntag, am 8. September, war mitnichten der Gedenktag Mariä Namen, und da hatten nicht die vielen Marias, die mir da in den Sinn kamen, Namenstag, sondern das war das Fest Mariä Geburt. Da hatte die Mutter des Herrn Geburtstag. Und ihr Namenstag und der Namenstag aller Marias ist 4 Tage später, der 12., also morgen. Und da bitte ich, meine Gratulationen mit hinüberzuziehen, liebe Marias. Das Feld für die Feldrede ist bereitet. Gestern mit feierlichen, proklamatorischen Worten wie Heroldsrufe, und jetzt tritt der aufs Feld, auf den Plan, mit dem das Wort Gottes in die Welt kommt und seine Autorität, seine Gewissheit und sein Anspruch. Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Ja, die Nähe zu den Seligpreisungen der Bergpredigt bei Matthäus sind unüberhörbar, aber es gibt markante Unterschiede. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich, so heißt die erste Seligpreisung bei Matthäus. Und hier ähnlich, aber anders: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Und das sagt Jesus ausdrücklich zu seinen Jüngern, die er jetzt in den Blick nimmt und um die es ihm besonders geht, in dem großen Kreis derer, die auf dem Feld seinem Wort zuhören. Und sie adressiert er als die Armen und auch die Hungernden, die Weinenden und die Gehassten und Verfolgten und Ausgestoßenen, weil sie damit begonnen haben, ihm auf dem Weg der Entäußerung nachzugehen und sich so bereit zu machen für den Empfang der Gaben des Reiches Gottes. Und so umgekehrt, die Reichen, sie werden nicht ihres Reichtums wegen hier mit Weherufen überhäuft und müssen einem unseligen Ende entgegensehen, sondern weil sie ihren Reichtum, das viele und überviele, das sie hatten, nur für sich gebraucht und nicht geteilt haben mit denen, die mit ihnen Kinder des einen Gottes und Bürger und Bürgerinnen des kommenden Reiches sind. Und wenn sie arm sind und angewiesen und hilfsbedürftig, dann sind sie eben die besonderen Lieblinge Gottes, indem sie ja auch ihren einzigen Helfer und Trost haben. Also bei Lazarus und dem reichen Mann, da ist das alles in eine Geschichte gebracht und anschaulich gemacht. Nicht der Reichtum, sondern dass er täglich mehrmals über den Lazarus, der da in seinen schweren, von Hunden geleckten Wunden vor seinem Haus lag, dass er über ihn achtlos hinweggestiegen ist und dass der nichts, noch nicht mal Brosamen vom Esstisch von dem hatte, was dem Reichen gehörte und was ihm doch nur anvertraut war. Ich habe mich jetzt extra hier in meine Fluchten gesetzt, damit ich mich nicht allzu leichtfertig mit den selig gepriesenen Reichen identifiziere. Weit ist der Weg zu solcher Armut. Noch ein allerletztes, die vierte Seligpreisung: Selig seid ihr, die ihr gehasst und geschmäht und ausgestoßen werdet. Da, meine ich, hört man schon anklingen die Erfahrungen, die die erste und zweite Generation von Christen gemacht haben, als sie dann tatsächlich aus der Synagoge, aus der Heilsgemeinschaft der Juden ausgeschlossen wurden. Ihnen tut jetzt gut,
dass Jesus sich an ihre Seite stellt und sie selig preist. Freilich kann man da auch Spuren einer scharfen Abgrenzung erkennen. Je seliger die Ausgestoßenen, desto gefährdeter die, die sie ausgestoßen haben, dass ihnen Hass gilt und Verachtung. Das dürfen wir aber nicht. Das müssen wir alles Gott selber überlassen. Gott segne also die Juden, unsere älteren Geschwister, und Gott segne und behüte sie alle.